Ja. Oder das war nicht mal unser Fehler, das fällt mir jetzt gerade mal ein, denn das muss ja vom Spiel gewesen sein. Man kann ja sich keine Farbe aussuchen. Und der hatte so einen dunklen Orangeton oder nee, einen hellen Orangeton und wir hatten die roten Trikots und keiner wusste, was los ist. Und irgendwann ist dann der Spieler in der, ich glaube, 20. Minute rausgegangen und ich dachte mir ganz ehrlich, so ein Gameplay lädst du nicht hoch. Das war wirklich kein Vergnügen. Aber jetzt spielen wir, wie so oft, gegen Tottenham, aka The Spurs. Und da können wir doch jetzt mal gespannt sein, wie wir uns hier mit Liverpool schlagen. Ob wir hier unsere Serie reißt, denn momentan haben wir es ganz gut hinbekommen, hier ein paar Siege einzufahren. Aber ja, schöner Ballgewinn. Und das war jetzt eigentlich nicht gewollt. Und da läuft Coutinho und ist ordentlich schnell. Coutinho, einfach mal den kurz. Komm schon! Jawohl! Einfach mal die kurze Ecke, wollte ich sagen, anvisiert. Und da steht Sturridge zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und so heißt es bereits in der 5. Minute 1:0 für Liverpool. Und das müssen wir doch jetzt versuchen zu halten, vielleicht sogar auszubauen. Dann können wir einen weiteren. Wow, Snap! Das war einfach. Ein ganz schicker Pass zu Dembele. Und zack, steht es 1:1. 6 Minuten, 2 Tore. Nicht schlecht. Also der Pass war extra klasse. Das muss man einfach mal so sagen. Die komplette Abwehr überrumpelt, in die Schnittstelle gespielt. Und ja, jetzt steht es 1:1. So ein Mist. So schnell kann es gehen. Und was für ein Schuss! Was für ein Pass, wollte ich sagen. Bin hier wieder ein bisschen aus dem Konzept. Suarez spielt dann einfach mal wieder schön in die Mitte. Und da steht Gerrard und er hat eigentlich einen exzellenten Schuss. Ist aber auch schon in die Jahre gekommen, der gute Gerrard. Nicht mehr in seiner Glanzzeit. Und da kommt Pepe Reina raus und haut den Ball ins Nirgendwo. Oh, schnell ausgeführter Einwurf. Dawson. Und wenn wir jetzt den. Ach, schade. Das ist nämlich eine einigermaßen brenzliche Situation, wenn man sich da jetzt den Ball erkämpfen würde. Jetzt, wir kommen ja auch nicht zu Potte. Jetzt wieder Lucas Leiva. Sturridge, der wirklich extrem schnell ist. Und da außen Johnson, unser Außenverteidiger. Spielt da mal lieber wieder zu Coutinho. Suarez hat eigentlich auch einen bombastischen Schuss. Allerdings ist er, glaube ich, Rechtsfuß. Ziehen einfach mal ab. Und da ist Gerrard. Köpf in die Mitte. Jawohl! Ah, schade. Lucas Leiva hätte da beinahe das 2 zu 1 markiert. Und komm schon, jawohl, Sturridge. Läuft da jemand? Ja, fast. Jawohl! Ah, schade. Sehr, sehr schöner Volley. So, flankt mal schön rein, aber jetzt Suarez mit dem Schuss. Aber abgeblockt und scheinbar abgeblockt von einem unserer Spieler. Sehr, sehr ärgerlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Nee, den gleichen Fehler begeht er nicht nochmal. Ah, und Coutinho kann sich da nicht durchsetzen. Dem fehlt natürlich da so das eine oder andere Gramm gegen den relativ massiven Abwehrspieler von den Spurs. Spezialisten gefragt. So, da spielen wir einfach mal komplett rüber. Spielverlagerung. Ach, das war auch nicht sonderlich gut. Und na, das kann doch nicht immer so einfach gehen. Adebayor. Ehemaliger Spieler von Real Madrid. Und da läuft doch wieder Suarez, aber der Ball oder beziehungsweise der Pass kam nicht an. Ah, komm schon, Gerrard. Da wollte unser Gegner so ein bisschen tricksen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier den Ball nicht vertändeln. Sturridge. Ah, Gerrard, komm schon! Setz dich. Ah, dass er sich da nicht durchsetzt. Schade, schade, schade. Ziehen jetzt mit Sturridge mal in die Mitte und der Schuss aber zu ungefährlich. Und das ist der nächste. Komm schon, Suarez. Und der muss doch. Na, wie spielt er denn den Ball? Ist Suarez ein Linksfuß? Weil eigentlich, also der Ball war zwar gecurved, ups, jetzt wollte ich doch das mal wegklicken. Ah, unglaublich. Und bis dato können wir aus unseren Chancen nicht wirklich Kapital schlagen. Und ich meine, wir hatten davon ja schon die ein oder andere. Spielen jetzt mal, zu spät. Da wollte ich den Ball noch weiter auf Sturridge spielen. Liverpool kriegt die Kugel.
Suarez und da läuft doch Coutinho wieder. Ein Traumpass. Können den Ball hier schön zu Lucas Leiva bringen und Traumtor. Außerhalb des 16ers, oben rechts in den Winkel. Nicht schlecht, Herr Specht. War wirklich ein schönes Tor. Das muss jetzt unser Gegner sich einfach mal angucken. Schön trocken abgezogen. Und 2-1. Jetzt müssen wir vielleicht mal probieren, dann das Ganze zu halten. Oh, komm schon. Nein, nein, nein. Oh Mann. Dass wir hier den Ball nicht kriegen, ist ja unglaublich. Jetzt Storage. Und der hat doch eigentlich einen linken Hammer. Benutzt dann aber irgendwie auf einmal den rechten. Komisch. Und jetzt, ah, jetzt spielt er da schon wieder hin. Der ist da aber sehr, sehr penetrant. Und versucht jetzt hier wieder mal ein wenig Hacke, Spitze. Und kommt damit irgendwie auch durch. Und, oh, das war ein ganz, ganz böser Pass. Und sowas rächt sich für gewöhnlich. Na, ausnahmsweise mal nicht. Wenn wir jetzt an den Ball kommen würden, könnten wir so schön kontern. Stattdessen werden wir hier super ausgetanzt. Adebayor! Das ist unglaublich. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass unser Gegner sonderlich gut ist. Aber wir sind irgendwie noch schlechter. Also es ist ein schöner Pass. Auf jeden Fall. Aber davor, jetzt guckt er sich natürlich das Ganze auch noch mal ein paar Mal an. Einmal würde eigentlich auch reichen. Aber nun gut. Gut. 36. Minute. 1:1. Können wir jetzt auch nichts momentan dran ändern, dass es jetzt plötzlich wieder 2:2 steht. Außer, dass wir natürlich das, oh nein, das 3:2 schießen. Aber, na, macht es vielleicht unser Gegner? Nee. Die Chance konnten wir vereiteln. Und jetzt sollten wir nicht allzu sorglos spielen. Lukas. Hier auf der Außen. Und da war doch eigentlich, ah, ich dachte, Gerard wird sich da freilaufen. So, Lucas Leiva, der hat doch schon mal so schön getroffen. Lucas Leiva! Schade. Das wäre es jetzt noch gewesen. Coutinho vielleicht mal? Na, schade. Der tändelt wieder den Ball, holt ihn sich nicht wieder zurück. Aber Aga, was macht der denn da jetzt? Aber Johnson ist schnell genug. Ich spiele den Ball dann mal hier rüber. Und der grätscht eine Runde. Gerard. Jetzt läuft sich da irgendjemand frei. Und der hat doch eigentlich einen Bombenschuss. Suarez! Schade, jetzt Storage! Oh, wieder die Chance. Das sah für mich teilweise ein bisschen aus wie ein kleines Foul. Aber natürlich dann nicht gepfiffen, weil er zum Schuss kam. Also Storage. So, Len. Und da läuft doch eigentlich... Hab ich da... Ah, Mist. So, jetzt wird es hier wieder gefährlich, denn momentan... Oh, nein, 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 nein. Oh, weg mit dem Ball. Denn irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jede Chance von unserem Gegner letztlich auch ein Treffer war. Und mit einem Halbzeitstand von 2:2 gehen wir in die Pause. Und da habe ich mir eigentlich mehr erhofft. Hatten eigentlich wirklich ganz gute Chancen. Genau, wenn man sich das mal ein bisschen vor Augen führt, dann ist das Ergebnis ein wenig verwunderlich und zeigt mal wieder meine Chancenverwertung auf. Eines meiner großen Defizite. Ja, Wahnsinn, Fußballspiel bisher in den ersten 45 Minuten, Manni, so viele Chancen. So, Coutinho kann sich hier traumhaft durchsetzen. Spielen in die Mitte. Elfmeter? Abseits? Abseits. Schade, schade, schade. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier, wenn er nach oben spielt. Nee. Er hat scheinbar draus gelernt und kloppt den Ball volle Kanne nach vorne. Aber das bringt ihm auch nicht viel, denn wir sind wieder am Ball. Und den Pass wollte ich eigentlich nicht spielen. Und den wollte ich spielen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Suarez. Da ist doch auch niemand. Doch Allen, den ich jetzt persönlich überhaupt nicht kenne. Coutinho wieder. Coutinho wird da gestört. Und das muss doch ein Freistoß sein, genau. Und dafür haben wir doch jetzt eigentlich Gerard. Und ich bin, wie ihr wisst, ein extrem schlechter Freistoßschütze. Aber den müssten wir doch jetzt eigentlich machen. Nein, Gerard kommt schon im Nachschuss. Oh, schade. Ich dachte eigentlich, durch die kleine Lücke, da komme ich durch. Aber falsch gedacht. Und jetzt schnappen wir uns wieder mit Storage den Ball. Und da ist doch Suarez.
Ah, und spielt da lang. So ein Mist. Jetzt bloß nicht wieder eine Chance von ihm und ein Tor. Das können wir gar nicht gebrauchen. Was wir eher gebrauchen könnten, wären 3:2. Chance zum Konter. Was machen Sie drauf? Und das sind Taschenspielertricks, auf die ich auf jeden Fall auch manchmal noch reinfalle. So, wunderschön auf Ellen gespielt. Und ich werde jetzt einfach mal... Kommt da irgendjemand angelaufen? Jawohl, Gerrard kann sich da aber nicht behaupten. Er ist natürlich auch ein bisschen behäbig. Ist jetzt kein Dribbelkünstler. Und wenn der den Ball jetzt durchbringt, dann pfeift der Schiri abseits und alles ist in Ordnung. Glück gehabt. Coutinho. Steht Sturridge nicht auf der falschen Seite? Ja, auf jeden Fall. Oh, wunderschön. Ah, da wollte ich einfach mit dem Kopf durch die Wand. Oh, jetzt ein ganz langer Ball auf Bale. Und der hat natürlich die Pace. Und da ist Defoe. Und da haben wir zum ersten Mal wirklich Glück gehabt. Oh nein, komm schon. Und Bale finde ich in FIFA extrem cool. Habe ich, glaube ich, auch schon 7000 Mal erwähnt. Einer meiner Lieblingsspieler. Jetzt schön schnell den Ball rausspielen. Aber zu ungenau. Ah, Sturridge. Das war ganz schlecht gemacht, aber komm schon. Jo, er kommt mit seinem Torwart nicht raus. Das ist eigentlich jetzt unsere Chance. Und der Schuss! Oh, war das knapp. Heide Witzka. Nochmal Suarez. Ah, und dann ganz schlecht. Und komm schon, jawohl. Jetzt mal einfach einen Fernschuss mit Gerrard, wollte ich sagen. Aber das dauert zu lang, bis er da ausholt, um zu schießen. Ganz langer Ball, der sollte eigentlich meiner Meinung nach im Auslanden. Jawohl. So, und dann führen wir doch mal ganz schnell aus. Oh, das war ein gewagter Pass. Ja, da kann ich nicht zu Gerrard spielen, der ist einfach zu langsam auch. Daniel Sturridge, jetzt ist er frei. Ja, hier könnte sich eine Chance. Ah, da dachte ich, der Ball kommt durch. War auch einfach schlecht gespielt. Und jetzt wird es langsam ein bisschen haarig, würde ich sagen. 20 Minuten noch. Die sind meistens schneller um, als man denkt. Luis Suarez in den freien Raum. Ah, und wieso ich den Ball da nicht spiele? Also momentan läuft es mal wieder gar nicht. Ich bin hier auch ein bisschen apathisch, hier kein Gegentor zu kassieren, denn jede Chance resultiert irgendwie. Und der kommt genau an. Resultiert ein Gegentor. Ich hoffe mal. Doch, es müsste Eckball sein. Das kann jetzt natürlich... Logisch, das muss Eckball geben. Schlimm wären jetzt bloß... Wow. Kein Kopfballtor. Sie wollen unbedingt in Führung gehen. Viel so, schnell nach vorne spielen. Herrlich. So, das natürlich... Das kann man nicht mit Gerrard machen. Und, oh, ich dachte eigentlich, das wäre ein Foul gewesen. Immer wieder liefert er herausragende Arbeit. So, komm schon, Sturridge. Jawohl, Suarez, zieh! Oh Mist, ey. Momentan spiele ich mir echt Rotz zusammen. Das kann man nicht anders sagen. Da kommt kein Pass an. Jetzt mal Suarez. Ach, komm. Da drücke ich wirklich den Schussknopf bis zum Erbrechen. Oh, nein. Spiel doch einfach auf Sturridge. Sturridge! Das gibt's nicht. Und da fängt er den Ball irgendwie noch. Jetzt Coutinho. Spiel den Ball runter. Nein! Ah, das war auf jeden Fall unsere Chance, hier in Führung zu gehen. Und zack, sind es nur noch 10 Minuten. Und jetzt ist mal unser Gegner wieder dran. Aber Aga hat den Ball sicher. Ah, und das sind ganz schlechte Bälle, weil, vor allem, weil sie auch so durchsichtig sind. Es ist doch alles möglich. Jawohl, knüppeln den Ball einfach volle Kanne nach vorne. Hauptsache, der Ball ist sicher. Und da wäre Suarez beinahe nochmal rangekommen. Schade. Ball im Aus, Einwurf. Bale nochmal. Komm schon, wir müssen das Spiel gewinnen. Führt kein Weg dran vorbei. Na doch, eigentlich schon, weil... Komm schon. Und jetzt Suarez setzt sich doch einfach mal durch. Komm schon! Ah, da nimmt er sogar den Umweg. Ah, Coutinho kommt da auch nicht an den Ball. Wunderschön. Und ah, dass der Ball nicht ankommt, das gibt's doch nicht. Jetzt können Sie Ihren Konter starten. Es bleibt nicht mehr viel Zeit.
Oh, und jetzt wird es wieder schön gefährlich. Gar nichts los. Schon 88. Minute. Wieder mal ein Herzschlagfinale. Und unser Spieler läuft jetzt tatsächlich noch dahin. So, Gerrard. Steven Gerrard wird natürlich seine Torgefährlichkeit. Da ist aber auch nicht viel Raum. Jetzt Sturridge! Oh, komm schon, Gerrard! Nein! Oh Gott, jetzt klärt er den Ball. Das wäre doch eigentlich unsere Chance gewesen. Das ist eine gute Einwurfmöglichkeit. So, nochmal. Jetzt dürfen wir bloß nicht den Ball verlieren, denn das ist wahrscheinlich die letzte Chance des Spiels. Suarez nochmal. Ah, kann sich da nicht durchsetzen. Und das wird auf jeden Fall entweder eine Niederlage oder ein Unentschieden. Oh, jetzt vielleicht doch nochmal die Chance. Coutinho, die Chance gibt er uns noch. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt Sturridge. Oh, das gibt's nicht. Jetzt nochmal Suarez. Oh Gott. Also, Chancen hatten wir wirklich zuhauf. Und wenn man sie nicht macht, dann spielt man, wie man hier sieht, 2:2. Und wenn wir uns nochmal die Spieldetails angucken, 21:14 zu 4:3 entstand 2:2. Viel mehr habe ich dazu auch nicht mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns.